Hey, hey, hey und hallo, da sind wir wieder zurück auf der BerlinCon im BerlinCon Studio und ich habe hier den Michael Krenzle dabei, mein Lieber, wir kennen uns ja auch schon so zwei, drei Tage, von Heidelberg, bei Heidelberg jetzt seit einiger Zeit und wie sich das gehört. Erstmal die wichtigste Frage, hast du Spaß? Ich habe hier einen großen Spaß auf der Berliner Brettspielcon und das sage ich jetzt nicht, weil hier eine Waffe unterm Tisch ist oder ich per Deduktion hier aus dem Studio gewählt wurde, sondern das ist tatsächlich so. Wann hast du Johannes das letzte Mal gesehen? Gerade eben tatsächlich. Echt verdammt. Nein, aber es ist wirklich schön. Also es sind viele Spieler da. Waren zuletzt ja auf einer anderen Veranstaltung und da waren wir noch vorsichtig. Aber hier sind jetzt viele, viele gekommen. Es macht große Freude und gestern Abend, das Video kommt ja später, aber an der ersten Game Night war das eine ganz tolle Stimmung schon. Es hat richtig Spaß gemacht, es war entspannt und die Leute hatten wirklich, glaube ich, Spaß einfach zu spielen. Absolut. Und was gehört dazu? Neue Spiele. Und die hast du auch dabei. So, wenn das mal nicht ein smoother Übergang war, oder? Das war ganz toll. Sven, ich danke dir herzlich. Ich habe neueste und allerneueste dabei. Sehr, sehr schön. Ich habe hier auch ein bisschen was aufgebaut, was man jetzt hoffentlich natürlich sehen kann, denn es ist wunderbar zu sehen. Wir haben dieses Jahr von Heidelberg Games schon drei Kartenspiele veröffentlicht und da würde ich gerne noch mal kurz drüber fliegen. Wir hatten mit Animal Poker eine Spielevariante für Karriere-Poker, was in Deutschland seit Jahrzehnten bei uns einer der Top-Seller ist tatsächlich. Aber ist nicht mehr so hübsch, nicht mehr so zeitlich adäquat. Wir haben es in Animal Poker umbenannt und wir haben es vor allem internationalisiert. Das ist einer der Gründe, mit warum es auch ein neues Design bekommen hat. Wird jetzt international vermarktet. Und es basiert auf dem bekannten Spielprinzip, dass man seine Karten loswerden will und dass die Oberen die besseren Karten kriegen und die Leute, die hier den schlechteren Job haben angeblich, dann die schlechteren Karten bekommen. Okay. Und man versucht jedes Mal rauszukommen und den nächsten Job zu erobern. Im Prinzip ein einfaches Kartenablegespiel mit sehr viel Interaktion und Spaß an der Stelle. Man muss sie auch immer umsetzen. Also wenn du jetzt der Chef bist und ich der Praktikant und wir tauschen, dann müssen wir es tatsächlich auch umsetzen. Okay. Also das ist Animal Poker. Sweet and Spicy kennen viele, denke ich, von Spicy. Ist so ein bisschen hier die eher liebliche Variante, die Kindervariante. Es gibt hier für Leute, wir haben das getestet an vielen Stellen. Manche Leute haben wirklich mit diesen halben Wahrheiten, manche sagen ja sogar Lügen, das finde ich nicht so schön, das sind halbe Wahrheiten, wirklich Schwierigkeiten. Und es gibt hier eine Regeländerung, ganz großartig. Okay. Nein, das ist keine großartige Regel. Es gibt einen Super-Joker, den kann man immer spielen, der passt immer. Und gerade für Leute, die Schwierigkeiten haben, überhaupt mit diesen halben Wahrheiten zu argumentieren, ist ganz witzig. Das nimmt denen so die Hemmungen am Anfang, da mitzuspielen, obwohl dieser Super-Joker ist öffentlich. Also man sieht, dass der andere ihn auf der Hand hat. Man kann ihn auch nicht zum Beenden des Spiels benutzen, das wäre ja zu einfach. Mhm. Aber das nimmt den Leuten wirklich so die Hemmung bei diesem Lügen-Max, Lügen. Ne? Manche haben da wirklich Schwierigkeiten und das ist enorm. Aber eigentlich ist es so von der Optik her einfach die Kindervariante. Und dann, was wir hier eigentlich auch spielerisch als Neuheit haben, Hungry Monkey von Erik Sundén aus, ich glaube, er ist Norweger, der in Schweden wohnt, hat auch das ein oder andere Spiel zuletzt bei anderen Verlagen platziert, sehr erfolgreich. Irgendwas mit Hexen oder so, aber dafür muss ich hier keine Werbung machen. aber bei uns hatte ich Hungry Monkey, ist ein Kartenspiel. Hier geht es auch darum, seine Karten loszuwerden. Der Clou ist, dass man die Karten zum Teil am Anfang, nämlich mehrere vor sich verdeckt auf dem Tisch liegen hat und man weiß nicht, welche das sind. Mhm. Ansonsten muss man eben die Karten ablegen, immer eine höhere Karte auf eine niedrigere Karte. Alle Spiele zeichnet übrigens aus, dass wir immer bei den Illustratoren immer sehr viel Wert auf die Illustration wählen. Ist auch sehr unterschiedlich hier, denke ich, kann man sehen. Das ist natürlich so dieses süße Asiatische. Mhm. Das andere war ja so dieses verrückt, so dieses koreanisch-asiatische, was wir hatten hier. Hier haben wir die Tiere natürlich animiert und hier bei Hungry Monkey, das gehört bei uns noch in diese Radiant Culture Series, wie wir die nennen. Also da gehört auch Spicy dazu, da gehört Anansi dazu, wer es kennt, da gehört Coyote dazu und jetzt bin ich stecken geblieben, auf jeden Fall Hungry Monkey. Aber alle Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass die Illustratoren immer aus dem geografischen Raum sind, wo die Spiele her sind. Das heißt hier, man sieht, das sieht so ein bisschen indisch aus und das ist kein Zufall. Die Illustratorin hier ist dann auch aus Indien und lautet auf den schönen Namen Sushrita Patarashi.
Tut mir leid, kann ich nicht aussprechen. Aber es ist wirklich nicht böse gemeint, aber das ist wirklich so die Idee dahinter. Natürlich cool, haben wir trotzdem die Spiele selber designt. Mhm. Wir sind jetzt nicht zum Inder geworden, ja. Aber die Geschichten, die dahinter stecken, die kleinen, das sind so kleine Märchen immer. Das ist, glaube ich, ein nepalesisches Märchen eigentlich, das wir hier eingebaut haben, auch wenn es am Ende ein Kartenablegespiel ist. Ne? Ja, okay. Aber trotzdem, das Auge ist mit, sagt man, und beim Spielen ist es heutzutage ähnlich. Eine schöne Geschichte, hier gibt es auch ein schönes Video dazu. So, das ist es früher gewesen. So, ich zieh, und dann haben wir zieh die mal ein bisschen so nach unten, ne? So, und leg die mal hier dann so einmal so. Dann machen wir mal hier weiter. Das ist ja jetzt hier auch eine Neuheit, die ihr habt. Und genau, wir haben jetzt mehrere Neuheiten komplett neu hier auf der Berlin Brettspielcon gezeigt. Und das ist Draw the Line und dann nachher noch Beta. Mhm. Beide von Synapsis Games. Das machen wir eben als deutscher Vermarkter für die Firma und dann auf Deutsch. Bei Draw the Line, hier haben wir ein klassisches Partyspiel. Mhm. Und zwar, wir haben es ja jetzt hier auslegen. Ich weiß nicht, ob die Überkamera das mal zeigen kann. Auf jeden Fall, was ihr sehen könntet und bei uns auf der Homepage dann seht, ist, jedes Team hat immer ein kleines Board, wo es Sachen einzeichnet. Und einer der Spieler muss einen Begriff einzeichnen, sein Mitspieler muss es erraten. Mhm. Und wie macht er das? Er malt zum Beispiel ein, hier steht Segelschiff. Er malt ein Segelschiff ein und muss dazu nachher die Pantomime machen. Mhm. Keine Ahnung, so. Und wie würdet ihr ein Segelschiff malen? Weiß ich nicht. So, das könnte ein Segelschiff sein. So, der Clou an der Geschichte ist, ich muss pantomimisch die Sachen darstellen, die ich jetzt hier eingezeichnet habe. Eine Schneeflocke, eine Uhr, hier ein Vulkan. Wie mache ich das? Indem ich dir das dann zeige. Du bist mein Mitspieler, du siehst es aber nicht. Und ich mache dann friere mich. Und dann sagst du, oh, Schneeflocke. Und fängst bei dir an und markierst hier die Schneeflocke. Okay. Und mache ich so, hier Uhrzeit. Und dann meinst du, ah ja, der meint Uhrzeit, das habe ich gesehen. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Vielleicht kann ich auch den Vulkan irgendwie dargestellt. Ja. Ne? Okay. Und du, im Idealfall sieht es dann so aus, wenn es schief geht, dann malst du natürlich irgendwas anderes, weil du irgendwas anderes gesehen hast. Und dann musst du irgendwann raten. Toaster, ne? Ja. Aber das Team gewinnt. Man muss also immer mindestens zu zweit sein als Team und zum Spielen 4 Personen haben. Geht bis zu 8 Personen, also für 4 Teams ist Spielmaterial in einer Schachtel. Man könnte auch 2 Schachteln nehmen, noch mehr spielen. Ne? Und dann muss man das raten. Das ist schon das ganze Spiel eigentlich. Mhm. Der Clou ist dabei, auch wenn wir denselben Begriff raten müssen und zeichnen, also mein Gegenspieler und Mitspieler sozusagen, der muss auch ein Segelschiff malen und pantomimisch darstellen, aber sein Board ist eben anders als mein Board. Okay. Und das heißt, da wo jetzt hier ein Dollarzeichen ist, ist da drüben eine Krabbe. So, dass halt immer andere Sachen so zusammenkommen. Das heißt, wenn wir das mal mindestens zu 4 spielt oder vielleicht seid ihr noch mehr, dann ist das natürlich eine Riesenshow, wenn die alle unterschiedliche Sachen rumhampeln. Man darf auch Geräusche machen, also man darf bei den Affen nicht nur, sondern auch so. Du machst das super. Machen, ne? Ja, aber also wenn der Bär den Affen macht jetzt. Wenn der Bär den Affen macht, genau, dann sieht das so aus und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Es gibt noch ein paar Regeln dazu, aber das ist ein Partyspiel, da bin ich der Meinung, das Wichtigste auch, dass es Spaß macht. Ja, natürlich. Die Regeln sind sehr, sehr deutsch, muss man sagen. Lustigerweise bei dem kanadischen Verlag sehr deutsch, die sind sehr genau. Da wird auch nummeriert, jeder Punkt, den man macht. Okay. Also ich habe das jetzt nicht so erklärt. Also das Einzige, was noch fehlt, ist, dass man irgendwo anstehen muss. Genau, also es ist wirklich, die Regeln sind so spezifisch, das Gefühl hat man sich den kritischsten deutschen Vielspieler genommen und hat das wirklich ganz genau gemacht. Okay. Am Anfang war ich auch ein bisschen perplex, das schicke ich da an der Stelle wirklich gerne voraus, weil das so ein luftiges und flockiges Partyspiel ist. Ja. Ne? Dass wenn man die Regeln das erste Mal anschaut, denke ich mir so, wow, da muss ich diese Linie setzen, da muss ich eine Zahl machen und so weiter. Was ist denn sehr das? Klar, ne? Und deutlich, aber hier reduced to the max, einfach, es geht ums Pantomime machen, die Begriffe raten und so weiter. Punkt. Selber Verlag, Synapsis Games, haben auch ganz neu, ist auch jetzt wirklich zur Messe, glaube ich, vorher angekommen. Beta, das ist ein... das Lieblingsspiel von Beta Board Games. Okay, das ist definitiv das Lieblingsspiel von Beta Board Games. ich bin mal gespannt, ob es dann auch so kommt oder ob sie dann zum Hungry Monkey werden. Bei Beta ist es in seinem Herzen ist es ein Puzzlespiel, wenn man so will. Ich habe jetzt hier mal so einen Mini-Aufbau gelegt. Und zwar machst du Folgendes, das reiße ich auch nur an von den Regeln. Ich habe von diesen Kärtchen hier immer 3 auf der Hand. Die sind auch so ausgestanzt. Das heißt, ich habe von einem 9er Raster immer nur 3 da. Mhm. Und ich wackel wie ein Kuhschwanz. So, haben wir das?
Ja, so. Regie und nickt. Die Regie nickt und ich habe diese Kärtchen eben und das sind immer teilweise meine Fische drauf und immer ein fremder Fisch. Und was mache ich? Ich lege die hier aus und der Clou an den Karten ist, dass man die später übereinander legen kann. Also die decken sich sozusagen gegenseitig ab. Okay. Und was ich aber versuche, ist zwei Dinge zu erreichen. Nämlich, ich versuche hier Muster zu finden. Mhm. Und zwar Muster, zum Beispiel habe ich hier 4 Stück, die so angeordnet sind, würde dafür auch üblicherweise Punkte bekommen. Leider liegt genau dieses Muster momentan nicht aus, wenn das falsch ist. Aber das Muster gibt es bestimmt auch höher. Wir hatten bestimmt einen besseren Tag, wo wir genau dieses Muster auch gesucht haben. Schau mal an, guck mal. Und dieses Muster wäre dann 7 Punkte wert. Und diese Punkte werden einfach auf einer Siegpunktleiste ganz traditionell abgetragen. Das ist die hier, da gibt es so ganz schöne Holzfischchen dafür. Aber die haben sonst weiter keine Bedeutung. Und der Spieler erhält dann diese 7 Punkte einfach. So. Und das ist verwirrend, denn das gehört nicht hier zum Spiel. Ja, nachher denkt man, was ist denn das? Mal da noch was. So. Genau, die 7 Punkte. Es geht um 2 Dinge. Einmal während dem Spiel die Punkte zu machen, und zwar anhand dieser Aufgaben, die hier sind. Das sind eigentlich immer von jedem 2. Das ist eine einfache, eine mittlere und eine schwierige Aufgabe. Das mache ich hier. Und das andere ist am Ende des Spiels. Und das wird durch verschiedene Faktoren ausgelöst. Aber einer der Faktoren ist auf jeden Fall, wir nehmen jetzt mal den anderen Spieler hier. Der ist nämlich ganz fies, der deckt hier eine Menge ab. Und dann muss er noch was abdecken. Wir müssen noch irgendwas abdecken. Ja, oh, mach mal was zu. Genau. Ist ein Board komplett gefüllt? Also das andere könnte noch was liegen und drüben könnte noch was liegen. So, das ist alles nicht so wichtig. Wenn eins komplett abgedeckt ist, dann ist nicht das Spiel vorbei, aber dann kann man hier nichts mehr drauflegen. Das heißt, dann wird am Ende des Spiels gewertet, und zwar die Anzahl der Fische, die man hier hat. Zum Beispiel, er hat hier 1, 2, 3, 4. Der rote und der, würde ich mal grün nennen, der hatte dann wohl 1, 2, 3, kann ich nicht rechnen. Der hat 5 und der hat 4. Und dann gibt es einfach eine Anzahl an Punkten. Ne? Für 5 gibt es 10 Punkte, für 4 gibt es 6 bis 8 Punkte sozusagen. Ne? Und auch die anderen, die nicht gefüllt wurden, werden letztendlich gewertet. Also das 2 Dinge während dem Spiel Punkte machen. Man kennt das traditionell schon. Man kann dort übrigens auch mit fremden Fischen Punkte machen. Okay. Also man kann ihn mit fremden Fischen fischen sozusagen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Und man kann dort mit eigenen. Am Ende zählen aber immer die eigenen Punkte. Okay. Und die geben nochmal die Punkte und es gibt die Wertung. Also es ist eigentlich ein sehr leicht anmutendes Puzzlespiel. Mhm. Aber wenn man mal da sitzt, dann denkt man sich so, wie bei diesen Dingen so. Das passt immer nicht. Man hat zwar 3 Kärtchen auf der Hand, aber es sind natürlich immer die falschen 3. Der Klassiker. Der Klassiker kennt man. Und also da ist schon auch ein bisschen Gehirnschmalz gefragt. Es gibt da noch eine Variante, wo jemand darauf spielt, dass möglichst wenig Felder tatsächlich ausgefüllt werden. Also der gegen die anderen spielt sozusagen. Das könnte dann der 5. Spieler sein oder die 5. Spielerin tatsächlich. Also es bietet einiges mehr, als es hier an lockerleichter Optik sozusagen verspricht. Okay. Bettas übrigens sind Kampffische. Und wenn er mich jetzt fragt, warum das Thema Kampffische hier in einer Zoohandlung, wo ich die Aquarien optimal anordnen möchte, damit die Kunden mehr angelockt sind, warum das Thema ist, der kann sich auch fragen, warum spielen wir Brettspiele prinzipiell? So. Jetzt wird's Meta. Ja. So. Genau. Und last but not least, hast du noch eine Herbstneuheit dabei? Ist es jetzt noch nicht da? Doch, es ist, und zwar ist es wirklich zur Messe angekommen. Deswegen bin ich auch top nicht vorbereitet. Ja, und zwar, wie gesagt, die sind alles als Neuheiten jetzt für, kommen auch jetzt erst die Pressemeldung und News dazu raus, dass die alle erschienen sind. Genau, das ist Quest. Und Quest ist Teil der, jetzt hänge ich. Avalon gab es mal ein Spiel, noch ein Deduktionsspiel. Okay. Quest ist ein Deduktionsspiel. Und es gab, neben Avalon gab es das Coup, also C-O-U-P, wenn ihr das noch kennt, als Deduktionsspiel. Ja, so eine silberne, glänzende Schachtel. Das ist der Verlag Indie Boards and Cards aus den USA. Auch da machen wir die deutsche Version davon. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr beliebte Welt gewesen für diese ganze Art von Deduktionsspielen. Also Grundthema Werwölfe, muss man sagen, ganz klar. Wer Avalon war immer sehr populär im deutschsprachigen Bereich kennt, für den wird sich da sofort zu Hause fühlen. Es ist ein Deduktionsspiel, wo ich auch mit geheimen Rollen arbeite. Mhm. Allerdings hat jetzt nicht jeder, jeder hat eine Rolle, das sage ich falsch, sondern wir gehören beide Teams an. Und diese Teams hier, neudeutsch, ganz klassisch, sind hier gut und böse. Ne? Und die Guten und die Böse spielen hier gegeneinander. Genau, du hast dir die Karten gerade in der Hand. Das sind immer die Gelben, sind immer die sogenannten Bösen. Aha. Und die andersfarbigen sind hier die Guten. Ich sehe schon, die Gelben sind hier die Bösen. Ja, ich habe mich extra zum Bösen gemacht für dich. Ne? Ich glaube, ich bin
Hier Morgan Le Fay, wenn ich sie mal haben darf. Ne? Ich mag das Art-Design, das ist echt schön. Genau, das ist ein ganz eigenständiges Art-Design. Ja. Wir kriegen am Anfang vom Spielerischen her, es ist schon sehr eigenständig. Da liegt die Feinheit dann, indem wir das tatsächlich euch aneignen, das Spiel. Mhm. Und zwar bekommt am Anfang, kriegt jeder eine Rolle, ist er gut oder böse. Das Spiel ist auch für 4 bis 10 Spieler, 30 Minuten, Alter 14 Jahre, das, was auf der Packung steht, das kommt auch hin. Und da ist das Alter nicht nur wegen der Spielzeugklausel drauf, sondern da muss man halt schon älter sein. Wir haben also jeder eine Rolle. Du bist natürlich mein Lehrling, so. Mhm, und ich bin natürlich hier die Morgan Le Fay. Jede dieser Rolle hat Spezialfähigkeiten und die werden uns am Anfang zugewiesen. Wir gehen auf eine sogenannte Quest, wobei diese sogenannten Quests, die bleiben sozusagen im Nebulösen. Mhm. Nämlich, was wir machen ist, wenn wir zum Beispiel 6 Spieler sind, wissen wir nicht, wer ist. Mhm. Wir möchten als Gute gewinnen. Wir möchten immer, wenn wir sagen, wir gehen auf eine Quest, wir möchten diese erfolgreich bestehen. Was tun wir dazu? Ich suche mir dann als derjenige, der der Stadtspieler ist, in dem Moment 2 Mitspieler aus. Mhm. Und die müssen dann nach ihrer Rolle, nämlich Vorgaben, dürfen die immer nur mit, also ja, ich stimme zu, das klappt oder das stimmt nicht zu, antworten oder ich muss ihn unterstützen oder ich muss dem in den Rücken fallen, der hat gewisse Vorgaben, müssen sie antworten. Und das mache ich über mehr Runden. Einmal mache ich das als Anführer und du musst dann eben dementsprechend auch antworten. Der Punkt aber ist, wir wollen diese Quest erfolgreich bestehen. Das ist relativ simpel. Alle sagen, ja, das hat geklappt. Mhm. Wir sind da rausgezogen, das hat geklappt, wunderbar. Dann haben wir einen Schritt erfolgreich geschafft. Ja. Dann nehme ich einen neuen Anführer, der macht dasselbe. Aber aufgrund der Rollen, die natürlich vor allem die Bösen haben, werden wir rausfinden, so wer denn immer dafür und dagegen ist. Und wir versuchen, die natürlich zu enttarnen. Gleichzeitig versuchen wir einfach nur 3 Questen abzuschließen. Ne? Wenn wir es schaffen, die abzuschließen und wissen, wer die Bösen sind, ist irrelevant, wer böse ist. Hauptsache, wir schaffen es, diese Questen mit Ja's abzuschließen. Mhm. Ja, wir sind die Guten, wir schaffen das. Die einzige Aufgabe der Bösen ist, über ihre Fähigkeiten das zu verhindern und genügend scheitern zu lassen, dass immer eine Nein-Stimme irgendwo drin liegt, ohne dass die anderen rausbekommen, dass man quasi mit Nein oder in irgendeiner Form gestimmt hat. Ne? Und dafür gibt es sehr, sehr viele Rollen. Und das Schöne ist auch, dass die Rollen, wenn man das, also je nach Spieleranzahl gibt es eine andere Verteilung, gibt hier ein sehr aufwendiges Sheet, wo genau draufsteht, ja, welche Spiele hast du da am Anfang, ist das so ein bisschen fast überladen, weil da drin steht, welche Rolle für welche Spieleranzahl. Ja. Aber wir haben es in mehreren Runden gespielt und es macht einfach Sinn, dass man sich dran hält, weil dann halt auch das Spielerlebnis immersiver ist. Also finde ich zumindest. Ne? So, das ist Quest von Don Eskridge, Indie Board and Card Games, ganz neu auf Deutsch. Sowas wie, ich mach's mal einfach für euch. Kennt ihr Feed the Kraken? Das ist der Feed the Kraken Killer. Okay. Ganz einfach. Kostet auch nur ein Viertel davon. Und wenn man sich überlegt, hier wird auch kein Material verschwendet, sondern ist das notwendige Material drin. Jetzt damit haben es alle verstanden. Das ist kein Diss. Bei Feed the Kraken, ich liebe es. Ja. Ich weiß, deswegen habe ich es mir extra aufgehoben. Ja, tatsächlich ist es natürlich auch ein wunderbares Spiel, aber es ist natürlich auch sehr ausufernd. Das ist das, was in deine Handtasche passt, sozusagen. Genau. Und wenn man ehrlich ist und das andere Spiel kennt, dann weiß man, dass 90% der Regel aus dieser Quest- und Coup-Reihe übernommen worden sind, also aus dieser Reduktionsreihe, die es ja schon einige Jahre am Markt gibt. Hier jetzt eben die neueste Ausgabe, Quest aus der Reihe, aus der Avalon-Welt. Ne? Also spielt in diesem Avalon-Thema von König Artus. Ne? Wunderbar. So, wir müssen jetzt spulen. So, danke dir, dass du da warst. Es war mir ein großes Fest. Du hast viele Sachen dabei. Das Hungry Monkey habe ich schon gesagt. Das will ich auf jeden Fall mir nachher auch nochmal angucken. Und ihr wisst Bescheid hier. Michael Krenzle sagt, Quest ist besser als Feed the Kraken. Also mit ich möchte nicht sagen, dass es immer ein Spiel besser ist als das andere. Ich möchte sagen, es lohnt sich, beide anzugucken und beide zu spielen. Denn Spiele sind für alle da. Das wäre mein Schlusswort. Und viel schneller konnte ich nicht reden. Wenn ihr noch Fragen habt, wir haben eine Webseite. Und natürlich, dieser Mann stellt auch immer Spiele vor. Ja, von daher. Mache ich auch manchmal. So, danke, dass du da warst. Ich hoffe, du hast noch eine wunderbare BerlinCon. Garantiert. Ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Macht's gut.